Yo Leute, was geht ab, Umisi hier? Heute reagieren wir auf Bad Moms Jay mit dem Song Move. Ich will gar nicht lange drum herum reden. Wir werden uns den Song geben. Let's go! Okay, typischer Instagram Girl Flex, wenn sie ihre Lippen flexen wollen. Bist du nicht auf meinem Level, Boy? Move, move. Komm mit Baddies und den Goons. Let that ass shake, make your boys move. Boah, ey, dieser Beat, ich sag euch ehrlich, das ist ein Original, ein Ami-Rap-Beat. Original. Also wir wissen ja, Bad Moms J tut sehr viel Englisch, also zum Beispiel make your boys move, so let them ass shake und so. Alter, das ist ja schon so viel Englisch, so eigentlich ist das schon mehr Englisch als Deutsch. Und der Beat ist halt auch so mega Ami-Shit-Niveau. Der könnte original von Tiger sein. Move. Move, bottles poppin' wie Balloons. It's the attitude, the special boy. Move, move, kick down with the- Alter, krass. Also Nura ist in dem Video und diese Moderatorin, Mann, wie heißt die? Damn. Palunski? Palinski? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Nura und Palinski. Alter, geil. Und die hier, oh, sorry Leute, ihr habt keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. The crew, let that ass shake, make your bitch move, move, views high wie balloon. Ich schwöre euch ehrlich, das ist, ey, ich spüre diesen Vibe voll extrem heftig. Und ich muss auch sagen, Alter, das Video hat es ja auch geil gemacht, hier so mit Save Your Story, so auf Instagram mäßig. Und das Red zieht sich ja bei ihr durch, so durch ihr ganzen Profile und so, durch ihre ganze Karriere bis jetzt. Aber auf jeden Fall geil gemacht, wahrscheinlich wegen der Corona-Krise haben sie sich gedacht, so, ey, wir machen jetzt so Insta-mäßig ein Video, so Stories. Ja, gab ja schon mehrere so Rap-Videos, aber auf jeden Fall geil, passend zur aktuellen Lage, so stay home, ihr wisst Bescheid. Rote Haare, Ice Cold, Bloody Mary. Zerreiß Verträge zu Konfetti. Fick die German Charts, bitch, I want a Grammy. Oh my God, I kiss the girl wie Katy Perry. Damn, Bro. Ey, Bro, die hat echt krasse Lines. Man muss sagen, ich habe ja den Song Bounce gehört. Bounce war auch so ein mega heftiger Song. Auch hier diese Vergleiche da an I Kiss a Girl wie Katy Perry. Ey, das ist eine einfache Line, geil, aber jeder checkt sofort. Also jeder, wo weiß, dass Katy Perry hat ja einen Song I Kiss a Girl, ist das eine nice Line. Ist jetzt halt nicht so was Krasses, wo man denkt so, wow, das ist Kollege, dreimal um die Ecke denken. Aber ist nice, erfüllt den Vibe und so. Das heißt, sie hat auch Bars, so. Das ist jetzt nicht so sinnloses Gerappe, so. Hat schon ein bisschen Sinn. Aber ich muss sagen, die erinnert mich so krass an Nicki Minaj. Independent Woman, gib nur Props an meine Mom. Hab jetzt mehr Geld als mein Dad, doch Liebe kann man nicht bezahlen. Damn. War das gerade ein Diss an ihren Dad? Schreibt mal, wenn ihr wisst, wie alt sie ist, ihr Alter in die Kommentare, weil ich habe gar keine Ahnung, wie alt sie ist. Und Alter, hat sie echt ihren eigenen Dad gedisst? In meinem Squad alle Stars, deine Bitch soll mich siezen in den Insta-Kommentaren. Keine Zeit für diese Hippie-Hippies. Ihre Fake-Art und Kissy-Kissy, viel zu busy. Whole Gang, alle Bridge. Alter, das meine ich ja, das ist so extrem Nicki Minaj, so busy, Kissy-Kissy. Immer so diese Betonung auf diese Wörter, wie sie mit der Stimme dann so spielt. Und auch Nicki Minaj ist da echt. Das ist ja schon ein Kompliment, wenn ich sage, so, sie ist wie Nicki Minaj, weil Nicki Minaj, Alter, ich feiere die so heftig, die spittet extrem krass. Und Leute, hier sind, wie viele Frauen sind hier gerade? 1, 2, 3, 4, sagen wir 10 oder 12. Ich schwöre, ich kenne original nur zwei Leute. Die hier, die Moderatorin und Nora. Den Rest, warte, ich muss gucken. Aber da rappt keiner, oder? Nee. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ich die kennen muss, wenn nicht, dann scheiß drauf, Alter, weil Nura kenne ich, die gehört zur Rap-Szene, die gehört ja auch quasi zur Rap-Szene mit MC Boogie, hat sie dieses MTV Home und so gemacht oder wie das hieß, aber der Rest, Leute, sorry, ich bin komplett raus, ich bin lost. Pretty, pretty, can't you see, so wie Biggie, baby. Boah, can't you see, so wie Biggie. Geil, Alter, die hat schon drei Referenzen gemacht, ich glaube Biggie, also Ding, an B.I.G., Katy Perry und dieses Baby ist, glaube ich, so von, ist das von Tupac? Boah, ey, das ist so peinlich, wenn ich jetzt Tupac sage und das ist nicht von Tupac. Aber ich glaube, dieses Baby ist immer von Tupac. Bist du nicht auf meinem Level, Boy? Move, komm mit Baddies und den Goons. Let that ass shake, make your boys move.
Boah, ich hör, der Song ist echt nice. It's the attitude, the special boy move. Move, kick down mit der Crew. Wer ist denn das, Alter? Boah, die regt mich so krass auf. Was hat die da an, bitte? Was hat die an, Leute? Was ist das? Erstens, sorry, Leute, die sieht aus wie ein Transe hier. Alter, ihr habt das beste Bild gecatcht. Aber Leute, was ist das? Das sieht aus wie Star Trek oder Star... Kennt ihr das? Diese Star Trek-Anzüge? Was ist das, Alter? Das regt mich so... Alter, das triggert mich so krankhaft. Proof, let that ass shake, make your bitch move. Move, views high wie balloons. Guck mal auf diese Bett. High wie balloons. Ey Leute, die sehen echt aus wie 15, ohne Witz. Schreibt mal ihr Alter in die Kommentare. Das Ding ist, sie rappt wie Nicki Minaj und so, aber sie erinnert mich so krass an Ding, an diese Bad Barbie aus Amerika. Diese Daniel Bregoli, ich habe keine Ahnung, die wo bei dieser Ami-US-Talkshow-Sendung war, bei Dr. Phil, das könnt ihr in YouTube anschauen. Dann geht sie zu mir hin, sagt sie, a bunch of hosts, so. Dann sagt, gleich sie die ganzen Zuschauer, dann sagt sie ja dieses Catch Me Outside, how about that? So, und die erinnert mich so krass daran, eigentlich nur nicht vom Aussehen her, einfach nur, weil sie hier in dem Namen das Bad hat und diese roten Haare und Bad Barbie hat auch diese roten Haare und so, aber so vom Rap-Style her auf jeden Fall Nicki Minaj und sie sieht tausendmal besser aus wie Bad Barbie. Move, move, let that ass shake. Move, move, fuck what you say. Move, move, keine fake friends. French Nails sind zu lang für den Handshake. Alter, die eine triggert mich so fucking hart, ich werd so aggressiv, Alter, was hat die da an, bitte? Star Trek Shit, Alter. Silikone auch im Jogger. Heart Attack für Fashion Blogger. Und wenn sie meinen, ich wär nur ein One in Wonder, ja, dann mach ich es halt nochmal. Geil, geil, Alter, geil. Das ist 6ix9ine Shit. Das ist so richtig 6ix9ine Flex. So. Ey, wir wissen ja, 6ix9ine ist draußen, deswegen ist das so geil, dieses, oh, 6ix9ine ist ein One-Hit-Wonder und dann sagt er doch immer, suck my dick, bitch, sag mal, I like my nuts hang, so, und dann sagt er so, I'm a One-Hit-Wonder, dann sagt er so, ich bin 10-mal auf 1 gegangen oder 10-mal halt gechartet, so, und sie macht halt das gleiche, Alter, die macht diesen Ding so, die denken, ich wäre ein One-Hit-Wonder, die flex einfach nochmal so, dann mach ich's halt nochmal. Deutsche Rapper zittern an einem Freitag. Deine Pussy-Szene mach ich zu einem Fight Club. Oh, oh, oh. Die verteilt auch Shots wie Bones. Shots fired an die deutsche Rap-Szene. Shots fired. Was sie Hype nennen, ist bei mir ein Beitrag. Nächstes Jahr Collab. Ey, das ist schon heftig. Wenn jemand eine Mille Klicks hat, denkt sie so, ah, fuck drauf, das ist nur ein Beitrag von mir. Aber man muss auch sagen, sie spielt auch extrem so. Ich sag ja, die sieht... Boah, ich sag halt, guck mal, auf dem einen Bild, wo sie auf dem Bett gesprungen ist, würde ich sagen 14, 15. Hier, weil die so angezogen ist und mit Underboob, sage ich vielleicht 17, 18. Aber ich schwöre auch nicht älter, vielleicht sogar 16. So, und das ist halt so, die spielt voll damit, dann kleine Kinder und so, die geilen sich drauf auf und so. Also kleine männliche Kinder geilen sich drauf auf, die 14 sind, denken sie, oh geil, die ist geil. Also die ist jetzt auch nicht hässlich, aber die ist halt ein Kind noch. Aber kann übertrieben krass rappen und ist fresh. Abo-Album da mit Tiger. Hälfte Ghetto, Hälfte Schickimicki. Alter, ich hab das gesagt, Alter. Der Beat könnte von Tiger sein. Deswegen würde es auch passen, wenn sie einen Song mit Tiger machen würde. Wäre auf jeden Fall mal krass, Alter. Kein deutscher Rapper hat einen Song mit Tiger, oder? Nee, mit Tiger hat keiner einen. Bisschen freaky, so wie Missy Missy. Trippy. Krass, Missy Elliott. Guck mal, Missy Elliott, Biggie, ich glaube Tupac, falls ich mich nicht geirrt habe. Katy Perry ist ja eh nicht Rap-Szene, von dem her egal. Mississippi, Dreier-Date heute mit Nick und Nicki. Ja, krass, Nicki Minaj, das habe ich doch gemeint, Alter. Ich wette mit euch 1000%, ich lege meine Hand ins Feuer, die ist safe auch Nicki Minaj-Fan. Kannst du mir erzählen, was du willst? Da sind so viele, wie nennt man das? Parallelen oder so zwischen ihr und Nicki und so. Das heißt nicht, dass sie Nicki kopiert, aber da sind schon extrem viele Ähnlichkeiten. Und Yummy ist ja auch ein Song von Nicki, oder? Ich muss jetzt ganz kurz schauen, sorry Leute. Ich schaue jetzt ganz kurz, ob Nicki Minaj einen Song hat. Ah nein, nicht Yummy, oder? Ah, doch.
Nicki Minaj hat einen Song Yummy. Oder ist das nur ein Mashup? Alter, ich hab keine Ahnung. I eat them both, Hello Kitty Kitty, baby baby. Bist du nicht auf meinem Level? Wahrscheinlich habe ich es verwechselt mit dem Song Yikes, weil Yikes hat sie auf jeden Fall eins. Boy move, move, come with baddies on the goons. Let that ass shake, make your boys move, move. Bottles popping be balloons. It's the attitude, the special boy move, move. Ich schwöre auf jeden Fall geil, Alter, geil. Der Vibe ist geil, ich catch den Beat, halt übertrieben geiler Beat. Kick down with the crew. Let that ass shake, make your bitch move, move. Views high, be balloons. Move, move, let that ass shake, move, move. Fuck what you say. Verdammt, Ibo, Alter, hör doch auf, Alter. Die nimmt den größten Kenneck, Ibo 44. So, der größte Kanacken-Name mit Bild von Sarah und Katalea. Und sie trollt den, ey, das ist schon so 6ix9ine-Ding. Strategie, so Trolling-Shit. Say, move, move, keine fake friends. French Nails sind zu lang für den Handshake. French Nails sind zu lang für den Handshake. Auf jeden Fall, Alter, das war's wahrscheinlich mit dem Song. Auf jeden Fall, ich lasse ein Like da, Alter, geiler Song, Alter, hat mich mega nice entertained. Ich fand zwar Bounce extrem stärker, aber den hier fühle ich auch, Alter, fühle ich auch den Vibe und so. Falls euch die Reaction gefallen hat, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, etc. Dies, das aktiviert die Glocke, blablabla, blablabla, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, Omisi, peace out.